Aus Sicht des Portfolio- und Asset-Managers gibt es mehrere Vorteile. Die liegen insbesondere in der Wahrnehmung von Fachkenntnissen, die sowohl regional als auch sektoral Relevanz entfalten können, als auch die Umsetzung von Diversifizierungsstrategien. Der Kunde hat weiterhin die Vorteile, dass er diese Fachkompetenzen einkaufen kann und sehr flexibel mit diesen umgehen kann. Sowohl in Bezug auf die Portfoliolaufzeit als auch auf den Exit. Er hat eine höhere Kontrolle in den Mandaten und braucht diese Strukturen nicht selbst vorzuhalten, nicht selbst auszubilden, nicht selbst zu rekrutieren und nicht die notwendigen Anpassungsschritte in der Managementphase der Immobilie selbst durchzuführen. Ich sehe für den Investor insbesondere zwei wichtige Komponenten, um die Flexibilität in der Anlagestrategie zu erhöhen. Nummer eins, der Investor hat die Möglichkeit, durch unterschiedliche Anlagestrategien und unterschiedliche Anlagevehikeln seine Strategie zu optimieren, und zwar seine globale Anlagestrategie. Der zweite Punkt in der Flexibilität liegt schlichtweg darin, dass er durch das Servicemandat schnell an Konjunktur- und Anlagezyklen partizipieren kann. Er kann dies transparent, er kann dies auf Wunsch gerne reguliert und er kann dies auf Wunsch auch versehen mit ganz individuellen Komponenten wie Performance-Themen, Nachhaltigkeitsthemen, Good-Behavior-Themen. Ein weiterer Punkt zur Erhöhung der Flexibilität ist, dass ich in einem größeren Anlageportfolio und in einer weitergehenden Anlagestrategie ich die Möglichkeit habe, mehrere Asset Manager mit ganz ausgewiesenen regionalen oder sektoralen Fachkompetenzen zur Arbeit zu bringen. Und habe weiterhin die Möglichkeit, im Rahmen der Lebenslaufzeit meiner unterschiedlichen Portfoliostrategien dort auch Optimierung vornehmen zu können, sollte in einer Strategie der Asset Manager nicht optimal im Interesse des Investors agieren. Wir sehen die drei Säulen zwischen Investor, Service KVG und Portfolio Asset Manager als essentiell an. Alle drei Säulen müssen harmonisch, im Vertrauen und auch mit einem kulturellen Einverständnis miteinander funktionieren, agieren und ein System bauen, welches auch alle Partner in die Lage versetzt, schnell am Markt agieren zu können. Ein gutes Beispiel ist das Individualfondsmandat Residential Value von Union Investment, hinter der ein Anleger steckt, der ein Kapital gezeichnet hat in Höhe von 52 Millionen Euro in Wohnimmobilien in Deutschland mit dem großen Schwerpunkt in Berlin. Nach 3 Jahren Ausblick oder nach 3 Jahren Reflexion auf diesen Fonds kann man ganz eindeutig sagen, dass diese Dreisamkeit zwischen dem Investor, der Service KVG und dem Portfolio Asset Manager, dass der sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben 60% des Kapitals nach 3 Jahren allokiert. Wir investieren signifikante Beträge in die behutsame Stadterneuerung, zum Beispiel in die Sanierung von über 900 Wohneinheiten aktuell. Und wir haben eine Off-Market-Quote von 100%. Und diese Off-Market-Quote in einem kompetitiven Marktumfeld wäre in keinem Fall zu halten gewesen, wenn diese Dreisamkeit nicht hochprofessionell, hocheffizient und leise im Markt funktioniert hätte. Die Notwendigkeit von spezialisierten Portfolio- und Asset-Managern ist insbesondere in den Asset-Klassen notwendig, die eine hohe Fachkompetenz benötigen. Da sehen wir insbesondere natürlich die Betreiberimmobilien, Hotelimmobilien, Pflegeimmobilien. Aber es gibt eben auch spezielle Kompetenzen wie eine Logistikimmobilie, die nicht einfach so vorgehalten werden können. Die Wohnimmobilie ist ein klassischer Fall dafür, dass sich eine Anlageklasse gerade erst dabei ist, zu institutionalisieren. Die Wohnimmobilie war noch keine institutionelle Anlageklasse vor ca. 10 Jahren. Sie ist gerade die letzten 5 Jahre erst dabei, eine institutionelle Anlageklasse zu werden. Und das bedarf einer Struktur und einer Management-Expertise, die allerdings weit über diese 5 Jahre liegen muss.
Die Entwicklung von Servicemandaten, insbesondere in der Immobilienwirtschaft in Deutschland, hat eigentlich erst in den letzten Jahren begonnen. Wir sehen eine höhere Nachfrage und wir sehen eine höhere Notwendigkeit der Investoren, diese Strukturen wahrzunehmen. Wir haben allerdings das Gefühl, dass es eben immer noch in einer Kennenlernphase sich befindet und im Verhältnis zu anderen internationalen Märkten noch ein langer Weg zu gehen ist. Die angelsächsischen Märkte laufen uns in diesem Bereich mit Sicherheit 10 Jahre voraus. Und dieser Bereich, der wird in Deutschland zunehmend erkannt und nimmt zunehmend an Geschwindigkeit auf. Meiner Meinung nach zu Recht.